Diese Review wird präsentiert von lootstore.de. Hier findet ihr bestimmt euren passenden Funko Pop für eure Sammlung. Es ist wieder Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, Zeit für ein paar Pöpse auf Dark Schnecke Reviews. Herzlich willkommen zurück. Ja, heute Go Go Power Rangers, meine lieben Freunde. Heute zeige ich euch mal zwei der Mighty Morphin Power Rangers Pöpse von Funko. Ihr seht schon, ich habe heute für euch den pinken Ranger am Start, die gute Kimberly, und auf der rechten Seite den Blue Ranger, den guten Billy. Beide wurden mir zur Verfügung gestellt vom Euronerd und natürlich vom Loot Store. Na, also, wer Lust auf Pöpse hat und sich gerne Pöpse bestellt, guckt beim Loot Store rein. Da gibt es auf jeden Fall eine bunte Vielfalt an alten und auch Vorbesteller-Pops. Auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, fangen wir mal an. Das Ganze natürlich. Die beiden Pöpse kommen in der typischen Standard-Pop-Verpackung daher. Vorne drauf mit den jeweiligen halben Mugshots der Rangers. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus. Gerade hier Kimberly mit ihrem Pteranodon-Helm. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Hier unten, ich verstehe das immer nicht, wurde das Alter übergeklebt. 14 Jahre aufwärts, obwohl der gute Billy hier ab 3 Jahren aufwärts ist. Ne? Es ist alles ein bisschen seltsam manchmal bei Funko. Das muss ich auch nicht verstehen. Wir haben jeweils auf den Seiten natürlich dann den gesamten Mugshot. Oder in dem Fall heißt es ja, glaube ich, Glamshot. Ich sage das jedes Mal falsch. Kann sein. Und auf der Rückseite sehen wir eine bunte Vielfalt an kleinen Power Rangers Figuren, die ihr euch noch zulegen könnt. Hier haben wir zum Beispiel den roten Ranger, den weißen Ranger mit dem Saber, mit dem Dolch. Das finde ich sehr nice. Dann natürlich hier noch der Pink Ranger. Auf der Seite genauso genial ist der grüne Ranger am Start. Der Black Ranger, Yellow Ranger sieht super knuffig aus, gerade so mit diesen kleinen Öhrchen, die hier links und rechts abstehen. Gefällt mir total. Und dann natürlich hier der blaue Ranger. Ja, ansonsten haben wir natürlich nicht mehr viel zu zeigen. Die gute Kimberly kommt mit der Nummer 407, wohingegen der Billy mit der 363 kommt. Oben drauf beide natürlich Bob. Das Einzige, was ich euch noch zeigen kann, ist hier, dass der blaue Ranger ein GameStop-Exclusive ist. Wenn ihr euch da ein bisschen informieren wollt in Sachen Stickern etc., weil da gibt es bei Funko eine wilde Variation und immer wieder was Neues, auf nach Silent Mike, das kann ich euch nur empfehlen. Er hat einige richtig coole Erklärvideos rausgehauen, was die ganzen Funko-Sticker bedeuten. Ob sie was wert sind, ob sie nichts wert sind. Einfach mal reingeschaut. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen, unter anderem auch die Funko Pop Show. Ja, ich würde sagen, das Ganze wird jetzt ausgepackt. Liebe Leute, Zeit zum Verwandeln. Raus aus eurer Verpackung. Und in diesem Sinne sage ich erstmal Ladies first. Da ist der Pink Ranger, die gute Kimberly. Ein niedlicher kleiner Pop. Ich finde das genial. Meine ersten beiden Power Rangers Pops, ich finde die echt super. Ich hoffe, dass ich die aus dem Film irgendwie auch nochmal kriegen kann. Kleine Anmerkung an meine Sponsoren. Ganz fies, ganz fies. Aber wie gesagt, ich finde die beiden hier wirklich super, super knuffig. Schauen wir uns Kimberly mal ein bisschen an. Leider muss ich euch gestehen, dass beide Pöpse so ein kleines Farbproblem haben. Der Paintjob ist hier nicht wirklich super akkurat. Hier und da ein bisschen sloppy, aber ich denke, das kann man verknusen. Gerade hier vorne leider habe ich so eine doofe, fiese Macke. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber ansonsten sieht der Helm wirklich super cool aus. Schön in weiß gehalten und dann halt das Ganze hier in pink. Und ihr könnt dann hier natürlich oben den Pterodactyl erkennen, den Kopf mit den Augen. Finde ich schon wirklich sehr nice. Ne? Dann auch hier der Farbakzent mit der silbernen Faceplate und dann halt das Visier schön in schwarz gehalten. Finde ich ganz toll. Ich finde die Pose cool. Diese Kampfpose so, ja, kurz vorm Angriff, yeah, ne, gegen Rita Repulsa, einfach gegengehauen, richtig nice. Dann natürlich, aber auch das Outfit selbst haben sie knuffig gemacht. Es ist natürlich wieder ein weiblicher Charakter, da ist der Körper noch ein bisschen kleiner und filigraner, ne, aber trotz alledem steht sie, sie braucht keinen extra Stand, das ist schon mal sehr schön, das passt soweit. Vorne drauf können wir auf der Brust, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt ins Bild reinkriege, das Symbol des Pterodactyl erkennen, des Flugsauriers, in schwarz-gold gehalten. Haben sie wirklich ganz toll gemacht. Ne, das Ganze ist dann natürlich mit dem typischen Ranger-Suit unterlegt, sogar mit dem kleinen Röckchen, das haben sie auch ganz toll gemacht, muss ich sagen. Das gefällt mir soweit sehr, sehr gut. Ne? Farbton natürlich dann nur in weiß und pink. Und hier auf der Seite verbirgt sich sogar noch ganz klein und fein der Blaster in seinem Holster. Ne, da könnt ihr das erkennen, so ein bisschen Rotton ist mit am Start. Finde ich wirklich super knuffig. Dann natürlich die Stiefel, ne, auch in weiß-pink gehalten mit dem typischen Muster drauf.
Und dann natürlich so ein bisschen schwarze Fußsohlen sind hier mit am Start. Ne? Also wirklich ein niedlicher kleiner Pop. Ich mag die gute Kimberly. Ja, Bewegungspunkte technisch natürlich Funko-typisch. Nur der Kopf 360 Grad drehbar. Könnt ihr aber trotz alledem so ein bisschen variieren mit dieser Kampfpose. Je nachdem, wie ihr sie hinstellen möchtet. Ich finde das irgendwie richtig genial. Ich glaube, wenn ihr alle Rangers so zusammen nebeneinander stehen habt, wenn ihr sie out of the box sammelt, sieht das wirklich schon sehr, sehr nice aus. Und auch der GameStop-exklusive Blue Ranger, der gute Billy, sieht natürlich sehr schick aus. Zeig dich mal. Ja, natürlich das Triceratops. Was ich am Billy besonders mag, ich weiß jetzt nicht wirklich, ich bin ja nicht so hart in der Materie, ob das hier schon eine Chrom-Version darstellen soll. Er sieht nämlich so aus, als würde er extremst glänzen, aber ich muss euch gestehen, dass ich bei Billy leider ein bisschen enttäuscht bin, denn ihr könnt auch sehen, der Blauton, der jetzt am gesamten Helm ist, sieht natürlich erstmal richtig fett aus, weil das alles schön glänzt, aber hier seht ihr schon direkt, dass hier die Übergänge sehr schlecht gemacht sind, als wäre das hier angesprüht und hier wurde was vergessen, also hier ist wirklich ein sehr dunkler Blauton, hier geht es schon fast in ein Silberblau über, das finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin, da ist das leider genau auf der Seite genauso, das sieht leider nicht sehr schön aus, muss ich euch gestehen. Und auch der restliche Körper hat einige kleinere Macken. Auch hier am Stiefel könnt ihr erkennen, dass hier noch ein bisschen der Blauton leider durchkommt. Und auch hier die ganzen sind das Karos? Ja, sind Karos, ne? sind hier so ein bisschen verschmiert leider. Da ist leider der gute Billy jetzt vom Paint Shop her nicht wirklich so sauber leider bemalt. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde ihn wirklich cool. Aber ansonsten, schauen wir uns den Helm an. Das ist natürlich das mega Highlight, nämlich das Triceratops. Wir haben hier erstmal die Augen, die schön in Gold gemacht sind. Das finde ich voll cool. Und dann oben drauf die Triceratops-Hörner einmal hier, ne? Jeweils über den Augen. Und dann hier das Nashorn, das Nasenhorn. Das sieht auch wirklich gut aus. Alle drei in Silber gemacht. Unglaublich lustig, wirklich. Ne? Also Funko, ne, das ist natürlich die Standardpose für Pöpse. Ich finde es ja immer ein bisschen cooler, wenn die Pöpse so leichte Variationen haben, wenn sie so ein bisschen anders die Hände halten oder so. Daher vielleicht ein bisschen schade, aber er sieht natürlich super knuffig aus. Vorne drauf haben wir jetzt natürlich auch wieder ein anderes Symbol, wo ich dann natürlich so ein bisschen durch bin. Habe ich das gerade bei der guten Kimberly vielleicht falsch gesagt, weil hier müsste doch eigentlich ein Triceratops drauf sein. Jetzt sehe ich hier aber einen Wolf. Seht ihr das? Hier ist ein Wolf drauf. Manchmal ist es bei mir ganz komisch. Da weiß ich nicht mal, was richtig ist und was falsch ist. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es schön gemacht. Natürlich wieder in Gold gehalten mit dem schwarzen Hintergrund. Was ich bei der guten Pinken Ranger jetzt noch nicht erwähnt habe, ist natürlich auch die Gürtelschnalle. Der Morpher ist hier natürlich bei beiden mit drauf. Ihr könnt das erkennen. Na, Zeit zum Verwandeln und dann die Münze rein, der Morpher an die Gürtelschnalle oder er ist ja die Gürtelschnalle. Ihr könnt das sehen, in Gold gehalten, schön umrandet mit Rot und dann unterlegt auf Silber. Sieht wirklich sehr schön aus und da muss ich sagen, ist der Paint Shop für mich okay. Bis auf den Gürtel, der auch hier so ein bisschen matschig aussieht. ja, ansonsten kommt er in seinem standardmäßigen blau-weißen Suit. Keine großartigen Highlights mehr, bis auf auch hier natürlich der Blaster auf der Seite, was ich gut gemacht finde. Und ja, ansonsten gibt es an dem kleinen Kerl eigentlich nicht mehr viel zu zeigen. Bewegungspunkte, ja, mal erstmal ein bisschen gängig machen. Ne, aber auch da, ja, müsst ihr mal gucken. Wie gesagt, hätte ich alle zusammen, wird das bestimmt ganz cool aussehen, so ein Display. Ich mag die kleinen Ranger-Pöpse sehr. Ganz, ganz knuffige Kerle. Also ihr Funko-Pop-Fans und Power-Rangers-Fans da draußen, wer die kleinen Pöpse mag, kann sie sich getrost zulegen. Ich finde sie super nice. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir. Ich hoffe, dass ich da noch den einen oder anderen mehr kriege. Ich finde die einfach super genial. Natürlich gerade die Helmvariation sieht bestimmt auch genial aus beim weißen Ranger oder halt beim grünen Ranger. Das soll es schon wieder gewesen sein. Vergesst mir, wie gesagt, den Silent Mike nicht, wenn ihr da Interesse daran habt, was die ganzen Sticker zu bedeuten haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns wie immer dann im nächsten Video wieder. Also, macht's gut, bis denne dann und go, go, Power Rangers!